Hallo Leute, ich wollte euch heute zeigen, wie ich denn mein Aufnahmeprogramm eingestellt habe, sodass meine Videos dann auch funktionieren. Also ich habe mir Skill Pro geholt, sogar für Geld. Dann habe ich hier die Einstellungen. Ich habe einen Samsung Galaxy S3 Mini. Ich habe basierend auf Nutzungsstatistiken hier das erste. Es ist aber auch bei manchen Handys verschieden. Hier habe ich dann das in der Mitte eingestellt. Ich meine, es sei auch. Ich meine, naja. Die Auflösung habe ich mal 800x480 auf. Per Mikrofon. Also, eigentlich wollte ich ja mit Kopfhörern aufnehmen, aber irgendwie klappt das aus dem Handy nicht. Mit Facecam, da klappt auch nichts. Man kann hier berührungssicher machen, dann kann man dann einfach jemand halt zeigen, aber das nervt halt manche. Ja, dann kann man hier mal einstellen, ob die Aufnahme beendet wird, wenn ich jetzt hier meinen Bildschirm in den Ruhemodus mache. Da kann man hier das dann Farben machen, das habe ich auch noch nie gemacht. Und ja, zum Aufnahmeprogramm war es das eigentlich. Und Mobogenie. Eine echt ganz cool. Ich weiß nicht, ob ihr diese kennt, aber damit könnt ihr euch dann kostenlose Musik holen und. Also zum Beispiel, ich habe mir ein paar Lieder neu dort geholt. Also kann man sich alles kostenlos holen, wenn man jetzt. Da habe ich auch Minecraft. Das kann man sich dort kostenlos holen. Wartet. Pocket Edition. Wenn ich jetzt den installieren würde, stand dort dann gratis. Mobogenie müsst ihr euch leider per Internet holen. Aber das ist gut. Dieser Virus ist kein Virus wirklich. Er wird vom Game Master angezeigt, aber das ist der Virus wegen der Werbung. Also auf dem Zugriff dann hier mache ich da Werbung. Und dies und das, aber es ist kein Virus. Ich würde euch dieses Spiel wirklich empfehlen, weil es echt cool sein kann, mal wenn wir jetzt, was gibt's in der Musik? Da kann man sich ja einfach auch alle wiederholen und dies und das. Hier auch Musik und dann könnt ihr euch die einfach alle holen. Und das dann auch noch kostenlos. Also, Sekunde. Braucht er doch immer ein bisschen zum Laden, liegt aber auch an meinem Gerät. Dies ist nämlich ein bisschen langsamer. Aber ich hoffe, dass die Leute Probleme mit der Musik. Ja, gehen wir drauf. Ich muss hier oben gleich kommen. Lied machen und da habe ich mir auch mal Lieder geholt. Lohnt sich. Da kann man eigentlich alles kostenlos holen. Also, was gibt es denn noch für aktuelle Lieder? Auf jeden Fall, ihr könnt euch hier, könnt ihr euch alles holen. Bilder, Musik, Apps. Also, soweit ich weiß, kann man sich hier auch, was holen, aber hier ist irgendwie nicht die richtige Version drauf. Die ist leider schade. Fall, den ich gerade was kenne.
damit, ja. Da spielt man dann einfach mit Karten gegen den anderen. Ja. Nur hier ist da die falsche Version, aber wie ihr seht, es kostet im App Store, ich meine 2 Euro oder so. Dann könnt ihr euch das hier gerade, ich habe mir das im App Store gekauft. Play Store. Ja, Card. Ja, ich komme wieder nicht rein. Card Wars. Da steht hier, dass ich gekauft habe. Dann kann ich sie noch installieren, habe auch keine Lust aufs Spiel, aber dann könnt ihr euch halt solche Spiele gerade holen. Und das finde ich echt ganz geil. Also diese App zu empfehlen. Und ja, das war's eigentlich auch schon. Ich kann euch mal ein bisschen Minecraft zeigen. Das spiele ich jetzt hier mit meinem Bruder. Ja, sonst gibt's eigentlich nichts zu sagen. Ja, ich muss jetzt meinen Namen ändern. Dann gibt es hier immer diese Server und diese, also ihr gebt einfach im Play Store, also beziehungsweise im App Store oder was ihr auch immer habt, die Servers von Minecraft ein und dann gibt es auch eine App, da ist dann auch so ein Diagramm mit 3 Wolken und Höhen. Und dieses ladet ihr euch runter und dann könnt ihr euch hier diese Server da machen. Ich gehe einfach mal hier drauf. Ja, ich müsste jetzt eigentlich mein Passwort eingeben und so, mache ich aber erstmal nicht. Aber wie ihr sehen könnt, dann seid ihr im Online-Server und ihr könnt dann auch hier rein, aber also ich muss jetzt hier mein Passwort eingeben und dieses möchte ich nicht machen, weil ja, dann gibt es einfach dann ganz viele Spiele und so weiter und ja, eigentlich ganz cool. Mir macht das Spaß, nur ein Passwort möchte ich nicht eingeben. Hier ist so ein hier ist so ein VIP-Typ. Also mit jemandem. Ja, kann man hier nicht spielen. Ist halt wie beim richtigen Minecraft, nur ein bisschen. Also Servers von Minecraft. Ist meine ich diese App. Dann kann man hier auch ja, über lange und. Aber das ist leider auch ein bisschen verrückt. Und man kann ja nichts abholen. Ich kann das euch doch mal demonstrieren. Ich baue jetzt ab. Und jetzt. Ja, ich will es auch. Also. Oh komm. Tschüss. Nicht so abholen. Und so gut, da kann man halt hier auch lange hoch und so weiter. Also ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, okay, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ach ja, falls ihr es noch nicht wisst, ein Glitch auf Glens. Wenn ich demnächst ein Update komme, soweit ich gehört habe, in den nächsten Wochen beziehungsweise im nächsten Monat, also dauert eigentlich nicht mehr lange. Und dort soll dann Rathaus Öl rauskommen. Und es sollte vielleicht ein neues Verteidigungsgebäude rauskommen. Aber die steht alles noch nicht fest. Dann bis dann. Tschüsschen.